Ich bin die beste Fußballer bei FC Bayern. Ich spiele Fußball, wie die Verkehr ist in Paris, um die Arc de Triomphe. Ich spiele immer in die Spiel, immer mit Huppel, Stoßstange, Fußball. Bonsoir, ich bin Franck Ribéry und wir haben am Wochenende gespielt gegen diese schwarz-gelbe Club, gegen Borussia Dortmund, gegen die Vorort von die Ruhrgebiet, gegen diese Beaulieu. Und da gab es für die BVB gab's auf die Fresse, gab's auf die Visage, weil die haben 2-1 gewonnen. Wir haben 5 Minuten vor die Schluss, ist die Franck Ribéry gelaufen in den Strafraum da vorne und ist getreten in ein kleines Loch von einem Regenwurm und ist gefallen wie ein Guillotine bei der Revolution. Sogar Subotic konnte mich nicht mehr festhalten. Und dann der Schiedsrichter hat gezeigt auf die Pont. Da vorne hat er sofort gezeigt auf die Pont. Nicht poppen, das ist ein anderes Wort. Ja. Auf die Pont, 11 Meter. BVB muss aufpassen jetzt, muss gewinnen. 2-3 Spiele ist zu spät, dann ist schon Ostern. Dann kommt die Hase vor die Tür und legt die Eier in die Schuhe. Und dann die Spieler können nicht auf den Platz gar nicht mehr laufen. Das ist nicht gut für den Club. Aber es ist sehr wichtig für mich, dass ich durch die Kontakt mit den vielen Leuten weiß, dass die FC Bayern will die Spieler Marco Reus. Die Rummenigge will die Reus für 25 Millionen aus dem Vertrag. Aber pourquoi? Was will die FC Bayern mit Reus? Ist immer verlässt, ist noch nicht mehr Weltmeister. Franck Ribéry ist Weltmeister mit seinem Land, mit Frankreich. Aber ich habe für die Fans von Franck Ribéry, für mich, ich habe noch ein kleines Geheimnis. Und zwar, alle Leute wollen immer wissen, wieso, Franck, hast du diese Bart? Wieso ist diese Bart hier? Ich kann euch sagen, und zwar, bald ist 6. Dezember und Franck Ribéry ist engagiert worden von der Mannschaft als Nikolaus. Ich züchte schon die Bart von den Nikolaus. Und dann kommen die Knechte Rummenigge mit die Rot und dann gibt's auf die Fresse, gibt's auf die Visage für alle Spieler, die waren nicht bei den Training und die Schuhe ist ungeputzt. Das gibt's nicht. Die ganze Bundesliga in Deutschland ist von FC Bayern besetzt. Die ganze Bundesliga? No. Da gibt's ein kleines Dorf in einer Provence in Westfalen, die Paderborn. Und die hören nicht auf, die Eindringlinge erbitterte Widerstand zu leisten. Die breiten rein nichts und die Stoppelkamm nichts. Das ist die Paderborn. Das ist so wie Obelix und Asterix, nur für Fußball. So, aber jetzt, ich muss mich vorbereiten für die Spiele in die Champions League. Das ist die Pokal, die will wir bei FC Bayern gewinnen mit unserem Club. Die Mannschaft ist bei dir trainiert. Aber wir wissen gar nicht, ob die AS Rom überhaupt kommt zu der Allianz Arena. Weil es gibt alte Sprichwort, die sagt, alle Wege führen nach Rom. Wenn Rom aus Rom rausfährt, fährt Rom nach Rom wieder rein. Nur die Pokal, die fährt immer zu FC Bayern. Okay, wir sehen uns. Au revoir. Hallo Freunde, das war unser Franck Ribéry aus dieser Woche. Ich hoffe, der Clip hat euch gefallen. Ich gehe mal stark davon aus. Wenn ja, dann guckt euch unseren allerersten Franck Ribéry an, hier oben, oder den Pep Guardiola aus der letzten Woche. So, und jetzt kommt die Frage, die mich wirklich interessiert. Und zwar, glaubt ihr, dass Marco Reus am Ende der Saison zum FC Bayern wechselt? Und wenn ja, warum eigentlich nicht? Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr es super? Findet ihr es scheiße? Oder ist es vielleicht auch eine neutrale Meinung? Alles runterschreiben und natürlich diesen Kanal kostenlos abonnieren und Freunden empfehlen. Also bis bald. Servus, euer Franck Ribéry.